Guten Tag, wir sind Jobs and Spirit aus Zadar. Dobar dan, mi smo Jobs and Spirit iz Zadra, Branko Erich Valčić und Liljana Valčić. Wir werden Ihnen heute zeigen, wie Sie die Anträge zur Anerkennung als Gesundheits- und Krankenpfleger in Hessen ausfüllen und welche Dokumente Sie beifügen müssen. Danas ćemo vam pokazati na našoj web stranici kako možete ispuniti formulare za priznavanje diplome u Hessenu i koji su vam dokumenti sve potrebni. Auf unserer Webseite finden Sie 4 PDF-Dokumente. Na našoj web stranici naći ćete 4 PDF-Dokumenta. Das ist der Antrag auf Anerkennung als Gesundheits- und Krankenpfleger. To je zahtjev za priznavanje diplome koji ćete naći pod jednim od tih linkova. Einen tabellarischen Lebenslauf, den Sie ausfüllen müssen. Tabularni životopis koji trebate ispuniti. Ein Merkblatt, welche Dokumente Sie beifügen müssen. Upute o tome koji su sve dokumenti potrebni za priznavanje diplome. Und ein weiteres Merkblatt, welche Sprachzertifikate anerkannt sind. I jedna uputa o tome koji su sve certifikati jezika priznati. Und das ist dann auch schon alles, um erfolgreich einen Antrag auf Anerkennung abzugeben. I to je onda sve. Vrlo jednostavno ćete moći predati sve dokumente za priznavanje diplome. Die erforderlichen Unterlagen können Sie auf Seite 6 und 7 des Merkblattes sehen. Dokumentacija koja vam je potrebna za priznavanje diplome vam je nabrojana na stranicama 6 i stranicama 7 u uputama. Erstens den Antrag auf Anerkennung. Najprije zahtjev za priznavanje diplome. Zweitens eine Anmeldebestätigung, dass Sie in Hessen leben oder den Nachweis, dass Sie Ihren Beruf in Hessen ausüben werden. Drugo, prijava na adresu u Hessenu ili nekakav dokaz da ćete raditi u Hessenu. Diesen Nachweis, dass Sie in Hessen arbeiten werden, können Sie erbringen, indem Sie den Arbeitsvertrag dem Antrag beifügen. To ćete dokazati tako što, na primjer, stavite ugovor u prilog. Drittens, eine Geburtsurkunde, eine Heiratsurkunde und oder einen Auszug aus dem Familienbuch. Treće, rodni list, vjenčani list ili izvod iz matične knjige rođenih. Wenn Sie keine internationale Urkunde haben, dann bitte eine deutsche Übersetzung. Ako to nemate u internacionalnoj izvedbi, onda vam je potreban prevoditelj. Unter Punkt 4 müssen Sie eine unbeglaubigte Kopie Ihres Passes beifügen. Pod točkom 4 priložite vašu putovnicu ili vaš pasoš koji ne trebaju biti ovjereni kod notara. Unter Punkt 5 müssen Sie einen tabellarischen Lebenslauf beifügen, den wir in diesem Film gemeinsam ausfüllen werden. Pod točkom 5 priložite vaš tabularni životopis koji ćemo skupa s vama u ovom filmu ispuniti. Punkt 6 Abschluss Diplom Ihrer Ausbildung. Točka 6 diploma vašeg obrazovanja. Die Punkte 7, 8 und 9 können Sie übergehen. Točke 7, 8 i 9 možete preskočiti. Punkt 10 ist aber wieder wichtig. Hier müssen Sie die Abschlusszeugnisse der Klassen 1 bis 4 der medizinischen Schule vorlegen. Morate pod broj 10 priložiti svjedodžbe od 1. do 4. razreda medicinske škole. Und das auch in deutscher Übersetzung. To isto tako u njemačkom prijevodu, znači oba jezika. Unter Punkt 11 müssen Sie den Nachweis Ihrer Staatsprüfung erbringen. 11, to je znači dokaz o državnom ispitu. Punkt 12, den Nachweis, dass Sie das Praktikum abgeleistet haben. Točka 12, dokaz da ste napravili praktikum, odnosno pripravnički staž. In Punkt 13 müssen Sie den Inhalt und den Umfang der praktischen Ausbildung belegen. Pod točkom 13 trebate dokazati na kojim ste sve odjelima bili i u kojem opsegu. Unter Punkt 14 müssen Sie, wenn Sie das haben, einen Nachweis über Berufstätigkeiten als Krankenschwester oder medizinischer Techniker erbringen. Ukoliko imate ratnog iskustva pored završene škole, trebate priložiti dokaze o tom radu. Punkt 15 gibt Ihnen den Hinweis auf das Merkblatt, welche Sprachzertifikate anerkannt sind.
Točka 15. Ovdje imate jedne upute u kojima piše koji su sve certifikati jezika priznati. Von allen Dokumenten, die Sie nach Hessen schicken, gibt es zwei Dokumente, die Sie ausfüllen müssen. Od svih dokumenata koje šaljete u Hessen, postoje dva dokumenta koja trebate ispuniti. Das ist der Antrag und der Lebenslauf. To je zahtjev i životopis. Und jetzt werden wir gemeinsam den Antrag ausfüllen. I sada ćemo zajedno ispuniti zahtjev. Den Antrag auf Anerkennung können Sie am Computer ausfüllen. Zahtjev za priznavanje diplome možete ispuniti u kompjuteru. Ne morate ga ekstra isprintati i onda ispunjavati rukom. Als erstes füllen Sie den Namen aus. Najprije ispunite svoje prezime. Dann den Vornamen. Nakon toga ime. Dann den Geburtsnamen. Onda djevojačko prezime. Als nächstes folgt der Punkt Adresszusatz. Kao sljedeća točka jeste dodatna adresa, odnosno adreszusatz, koji ispunjavate samo ako vam pošta stiže na nečiju drugu adresu. Dann die Straße und die Hausnummer. Vaša ulica i broj. Postleitzahl und Ort. Poštanski broj i mjesto. Ihre Telefonnummer. Vaš telefonski broj. Ihre E-Mail. Vaša E-Mail adresa. Und hier sehen Sie Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat Gesundheit, 64278 Darmstadt. Das ist die Adresse, wo Sie es hinschicken müssen. Adresa na koju šaljete dokumente za priznavanje diplome je Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat Gesundheit, 64278 Darmstadt. Am Schluss des Dokuments müssen Sie angeben, wo Sie Ihre Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger gemacht haben, in welchem Land. Na kraju morate upisati u kojoj ste zemlji napisali, u kojoj ste zemlji završili vašu školu za medicinsku sestru, odnosno tehničara. Wir haben hier Bosnien eingesetzt. Mi smo napisali Bosna kao primjer. Aber Sie müssen dann hier natürlich auch Serbien, Mazedonien, Montenegro einsetzen, je nachdem, wo Sie Ihre Ausbildung beendet haben. Zavisno od toga u kojoj ste zemlji završili medicinsku školu, vi upisujete ili Makedonija, Srbija, Bosna, Hrvatska. Unten das Datum einsetzen und unterschreiben. Dolje na kraju napišete datum i potpišete. Unten steht AZ römisch 224-18b, da müssen Sie aber nichts ausfüllen. Ovaj zadnji red gdje piše AZ dvije točke, rimsko 224-18b, tu ne ispunjavate ništa. Das zweite Dokument, welches wir ausfüllen müssen, ist der tabellarische Lebenslauf. Drugi dokument koji trebate ispuniti jeste tabularni životopis. Als erstes den Namen. Najprije upišete vaše prezime. Dann den Vornamen. Zatim ime. Dann den Geburtsnamen. Djevojačko prezime. Straße und Hausnummer. Ulica i broj. Postleitzahl und Ort. Poštanski broj i mjesto. Telefon. Broj telefona. Geburtsdatum. Datum rođenja. Geburtsort. Mjesto rođenja. Und die Staatsangehörigkeit. I državljanstvo. Danach müssen Sie Angaben zu Ihrer Schulausbildung machen. Zatim trebate dati informacije o vašem školovanju. Angaben von welchem Jahr bis zu welchem Jahr Sie in der Grundschule waren. Najprije od koje do koje godine ste bili u osnovnoj školi. Dann von welchem Jahr bis zu welchem Jahr Sie in der Mittelschule waren. Onda od koje do koje godine ste bili u srednjoj školi. Danach müssen Sie Angaben zu Ihrer Berufsausbildung machen. Nakon toga trebate dati podatke o vašem strukovnom školovanju. Sie müssen den Namen der Schule angeben, welche Sie besucht haben. Trebate upisati ime škole koju ste posjećivali. Den Ort der Schule. Mjesto škole. Und von welchem Jahr bis zu welchem Jahr Sie diese Schule besucht haben. I od koje do koje godine je vaša škola trajala. Der nächste Punkt ist die Angabe zur Berufsbezeichnung. Sljedeća točka je naziv vaše kvalifikacije.
Wir haben hier einen weiteren Punkt ausgefüllt, falls Sie eine Fakultät oder Universität besucht haben. Sljedeće mjesto je slobodno za vaš fakultet ili višu školu koju ste posjećivali. Hier haben wir eingegeben beispielsweise medizinische Fakultät Belgrad. Tu smo na primjer naveli medicinski fakultet u Beogradu. Ort der Schule. Mjesto škole. Mjesto naveli Beograd. Von welchem Jahr bis zu welchem Jahr? Od koje do koje godine je škola trajala? Berufsbezeichnung Bachelor des Gesundheitswesens. Naziv je onda bachelor u zdravstvenom smjeru za višu medicinsku sestru. Wenn Sie keinen Bachelor- oder Masterabschluss haben, dann geben Sie bitte an, welchen Abschluss Sie an der Fakultät erzielt haben. Ako u vašoj zemlji ne postoji bachelor ili master, napišete titulu koju dobijete završetkom vašeg fakulteta ili više škole. Als nächster Punkt müssen Sie angeben das Datum Ihrer Fachprüfung. Sljedeća točka jeste datum vašeg stručnog ispita. Es geht weiter mit den Berufstätigkeiten. Dalje idemo s vašim radnim iskustvom. Als erstes geben Sie ein, von welchem Monat, in welchem Jahr, bis zu welchem Monat, in welchem Jahr Sie als Praktikant tätig waren. Najprije navedete koji mjesec i koje godine, do kojeg mjeseca i koje godine ste završili vaš praktikum, odnosno pripravnički staž. Im nächsten Punkt müssen Sie angeben, wo Sie Ihr Praktikum ausgeführt haben. Zatim navedete gdje ste obavili vašu praksu. Im nächsten Punkt geben Sie an, von welchem Monat, welchem Jahr, bis zu welchem Monat, in welchem Jahr Sie gegebenenfalls als Gesundheits- und Krankenpfleger gearbeitet haben. Ako ste nakon toga negdje bili zaposleni, pišete od kojeg mjeseca koje godine, do kojeg mjeseca koje godine ste radili kao medicinska sestra ili medicinski tehničar. Wir haben hier beispielhaft das Krankenhaus Doboj angegeben. Mi smo ovdje radi primjera naveli bolnicu u Doboju. Bitte ergänzen Sie in den roten Umrandungen das Land, in welchem Sie gearbeitet haben. Molim vas u ovom crvenom dijelu dodajte zemlju u kojoj ste radili. Ganz unten unter Punkt 6 müssen Sie das Einreisedatum angeben. Sasvim dolje pod točkom 6 navedete datum kada ćete putovati u Njemačku. Da Sie das nicht genau wissen, sollten Sie ein Datum angeben, an dem Sie meinen, dass Sie nach Deutschland fahren können. Pošto to ne znate točno, navedite neki datum otprilike kada mislite da biste mogli početi raditi u Njemačkoj. Ganz unten bitte das Datum einsetzen und unterschreiben. Sasvim dolje stavite današnji datum, odnosno kad ispunjavate, i vaš potpis. Bitte übersenden Sie auf keinen Fall Originaldokumente oder die Originalübersetzungen. Molim vas, nikako nemojte slati originalne diplome i dokumente ili originalne prijevode. Bitte übersenden Sie nur beglaubigte Kopien der Originaldokumente und der Übersetzungen. Molim vas, pošaljite samo ovjerene kopije originala i ovjerene kopije prijevoda. Wir sind uns sicher, dass wir Ihnen durch dieses Video die Anleitung gegeben haben, wie Sie die Anträge auf Anerkennung selbstständig ausfüllen können. Sigurni smo da ćete sada, kroz ove upute koje smo vam dali, puno lakše ispuniti ove formulare. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Erfolg. Zahvaljujemo se na vašoj pažnji i želimo vam puno, puno uspjeha.